Tag 2, wir sind schon los. Die Nacht war nicht so gut. Alles tut weh. Und jetzt kommt der most difficult part of the trail. 14 Kilometer, 12 oder 14? 12 Kilometer. Gestern waren es 9. Aber halt auf und ab. Und jetzt gerade ist es noch ganz schön. Da geht es halt am Meer entlang. Wir haben auch direkt am Meer geschlafen. Ist halt schwierig unterwegs zu filmen, weil man immer auf seine Füße achten muss. Weil es halt entweder rutschig ist oder abgelegen oder steinig. Irgendwas ist immer. Deswegen kann ich nicht so viel filmen. Und deswegen ärgere ich mich noch mehr, weil ich die ganze Scheiße mitgeschleppt habe. Campfire. Ja. Das ist das Einzige, was ich heute sagen werde. Ich muss diesen Tag ein andermal Revue passieren lassen. Kleines Update von Tag 3. Gestern war, glaube ich, das anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Jetzt kann ich lachen. Gestern konnte ich nicht mehr lachen. Ah, what? Aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft, aber es war wirklich krass. Also es war auch ausgezeichnet als most difficult part of the trail, aber ich kann das nicht, wenn Nora hier ist. Was? Naja, auf jeden Fall haben wir es irgendwie geschafft. Aber es war schon richtig hart. Also es war bergig, auf und ab. Matschig. Richtig matschig. Also wenn ihr euch matschig vorstellt, denkt nochmal mal 3. So matschig war es dann. Und es hat geregnet. So, als wir losgelaufen sind, angefangen. Und es hat in einer Tour durchgeregnet. Also es war alles nass und noch matschiger und noch glitschiger und man muss einfach jederzeit aufpassen, wo man hintritt und ja, man muss, also es ist wirklich, wirklich nicht einfach und wir haben sowas noch nie vorher gemacht, vielleicht waren wir da auch ein bisschen naiv. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, dass wir hier auf jeden Fall beide keine Verletzung riskieren wollen. Also wir hätten uns bei einem falschen Tritt auf jeden Fall verletzt. Mein Knie tut weh, meine Knöchel tun weh, Noras Schultern tun weh. Das Gepäck kommt ja auch noch dazu, ich glaube wir schleppen hier da so 10, 12 Kilo mit. Naja, wir haben jetzt 21 Kilometer der 47 geschafft. Unser Plan war eigentlich heute die längste Strecke zu laufen mit, ich glaube, 14 oder 15 Kilometern. Und es wäre als der zweitschwerste Teil ausgeschildert. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt bis zum nächsten Strand, zum Sombrio Beach. Das sind lockere 7 Kilometer. In Sombrio entscheiden wir dann, wie es weitergeht. Entweder ja, wir bleiben die Nacht da noch, weil wir haben die auch bezahlt. Es kostet 10 Dollar hier die Nacht. Oder wir gehen zum Highway hoch und versuchen einen Hitchhike zu unserem Auto zu bekommen. Heute Nacht war es besser als letzte Nacht. Das ist unser Campground. Das ist ziemlich witzig. Irgendjemand hat hier tatsächlich so einen Tisch und Bänke gebaut aus den Hölzern. Es gibt High Protein. No. That's what we need, I think. Ja, heute scheint die Sonne. Also gestern Abend schien sie eigentlich schon. Sobald wir wieder angekommen waren, hat es aufgehört zu regnen. Also nur während wir gelaufen sind. Das sollte man meinen, entschädigt natürlich irgendwie so zu schlafen. Aber ich weiß doch nicht, ob es die Strapazen wirklich wert sind. Naja, wir gehen erstmal los und dann sehen wir weiter. Oh! Schlangenalarm!
sieht es hier leider immer aus. Mal bergauf, mal bergab. Aber wenn die Sonne scheint, ist alles direkt weniger schlimm. Und auch wenn man die ersten 1,5 Kilometer erst hat. Genau, wenn man weiß, man hat noch eine Mittagspause vor sich. Das da drüben ist übrigens Amerika. Aber ich weiß noch nicht. Zentralamerika. Ja, ich weiß nicht, irgendwelche Inseln sind das. Muss ich nochmal. Das sind, glaube ich, die Juan de Fuca Islands ernsthaft sogar. Die gibt's. Oder nur Juan Islands oder sowas. Du weißt schon, dass das peinlich ist, wenn das nicht so ist. Nein, du, das kommt schon nicht. Also das ist ungefähr das, wie es gestern die ganze Zeit aussah. Heute ist es eigentlich nur das Stück zum Strand runter. Geht's, Nora? Yeah! Jetzt doch ein bisschen. Ja. Ja. Hier haben wir die Seite vom Meer, ne? Eigentlich. Auch schön, ja. Immer noch Amerika. And I'm wearing my America socks. Yeah! No. Nein, wir haben es nicht ganz geschafft. Wir haben 30 Kilometer geschafft, aber das reichte uns. Heute war noch mal Happy End, heute war noch mal ein richtig schöner Tag. Wir sind sehr froh, dass wir es noch weiter versucht haben, aber es reichte jetzt. Dann sind wir auf jeden Fall zum Exit gelaufen und da war der Parkplatz und wir haben uns schon Wasser abgekocht noch, weil wir wussten nicht, wie lange wir auf einen Hitchhike warten müssen. Und dann kam halt so eine Edelkarre vorbei. Die kam von unten vom Parkplatz. Wir waren gerade dabei, zum Highway hochzugehen, weil wir dachten, es wäre irgendwie ums Eck, was es nicht war. Und der Typ sagte nur so, ja, wo wollt ihr hin? Und wir sehen ja China Beach. Fährt er nicht vorbei, aber er könnte uns zum Highway hochbringen. Und wir so, ach, nö, wir laufen zum Highway. Und er so, ja, ist mega weit und so. Ja, dann sind wir doch besser mal eingestiegen und es war mega weit. Also wir waren froh, dass er uns hochgebracht hat. Und dann meinte er auf einmal, ach, ihr seid nett, ich fahre euch irgendwie doch zu China Beach. Und das war also unsere erste Hitchhike-Erfahrung und es war so easy. Ja. Und wir haben uns jetzt geschworen, dass wir das, oder ich habe mir geschworen, dass ich das auch öfter mal mache, dass ich einfach hier mal mitnehme, weil ja, besser geht's nicht. Der Bus hätte $30 für jeden von uns gekostet. Wir hätten das überhaupt nicht mehr gehabt. Und der fährt nur einmal die Stunde, also. Einmal am Tag. Einmal am Tag, genau. Ja. Der fährt nur einmal am Tag und das wäre in 3 Stunden. Ja, jetzt sind wir schon bei Aloha und Aloha steht hier noch. Obwohl sie uns vor Dieben und Autoaufbrechern gewarnt haben. Alles ist gut. Muss sie nur noch anspringen. Dann machen wir uns schön warm. Und dann geht's back in die Zivilisation.